liebe Leute, hier ist der Franken-Andi und wir sind mit den Nachbarsbauern Reloaded wieder in der Pure Netherland unterwegs. Und ich kann euch frohe Kunde bringen. Und zwar, woran erkennt ihr, dass es Sommer wird? Und zwar, der Regen wird wärmer. Haha! Hallo euch. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich kenne den Spruch ein bisschen anders. Wie war das? In Hamburg gibt es nur zwei Jahreszeiten. Warmer Regen und kalter Regen. So, dann von mir auch ein herzliches Hallo zurück. Ich bin mit dem Düngen meiner zwei neuen Wiesen fertig und bin jetzt gerade mal auf dem Weg Richtung Hof. Und dann gucken wir mal, was wir da noch so treiben. Ich habe keine Ahnung, was wir noch machen können. Gucken wir mal. Von mir auch einen wunderschönen guten Tag. Ahne übrigens Böses, wenn die beiden von kalten und warmen Regen reden. Ich glaube, ich muss dann die Augen zu machen. Wir werden bald hier anfangen, den Regentanz zu machen. Bitte, bitte nicht. Den haben wir schon gemacht. Wie du siehst, es regnet ja schon. Weißt du, wann der Regentanz besonders effektiv ist? Wenn du ihn ohne Klamotten machst. Nee, danke. Müdes Auto. Ein paar Bilder in den Kopf, ist doch auch was Hübsches. Wer sie denn haben möchte. Kacki steht auf sowas, genau. Glaube ich. Nein. Genau, falls. Nein. Das können wir gerne heute Abend testen, Andi. Dem Gacki heute Abend ein paar schöne Bilder. Achso. Ich sag nichts. Ich wollte jetzt eigentlich was sagen, aber nee, ich mach's nicht. Da fällt mir gerade wieder ein Video ein, das ich erst vor kurzem gesehen habe. Genau das meinte ich, deswegen sage ich auch, ich sag da nichts zu. Wir haben ja Schweigegeld bekommen. Ich bin mir nicht mehr sicher, wer es war. Warte mal, wer war das denn? Da konnte ich mich noch an ein wunderschönes Mauerdekolleté erinnern. Ach ja. Ich denke, wen ihr meint. Rüber gucken zu unserer Produktion. So, also ich bin hier jetzt auf dem letzten Acker, den ich noch körpern muss, unterwegs. Also auf unserer ehemaligen Wiese. Die haben wir ja hier platt gemacht, weil für was auch. Und wenn ich mir die Temperaturen so angucke, das gefällt mir ganz gut. Die Lufttemperatur geht nach oben und ich bin guter Dinge, dass die Bodentemperatur auch noch einen Grad hoch geht. Dann können wir hier wirklich nach dem Gurbern hier mit dem Säen anfangen. Da drüben der Schafhof, das sieht so aus, als ob er langsam absäuft. Naja, kann ja nicht viel kaputt gehen da drüben. Ja, das heißt. Wer den Schaden hat, ne? Ja. Aber du kannst ja, wenn zu viel Wasser drin ist, ein bisschen Stroh reinkippen. Ja. 137 Liter, das ist ja. Ach Gott, da bin ich 3 Jahre jetzt unterwegs mit dem Mistfahren. Was? 137 Liter? 937 kriege ich in meine tolle Frontladerschaufel rein. Mhm. Bring den Mist nämlich schon mal in meine Düngerproduktion. So muss ich da rein. Dann vermutlich in den getriggerten Bereich, schätze ich doch mal, oder? Ich werde noch ein bisschen warten, bis ich mir meine Schweine kaufe. So, weshalb? Ja, weil ich noch kein Futter habe. Du hast den Tieren ja die alle wegfressen, ne? Ja, also wenn, dann fresse ich eher hier, aber... Deswegen habe ich mir halt alles, was ich an Futter gebraucht habe, erstmal
gekauft, sozusagen, damit das losgehen kann hier. Mhm. Wenn man jetzt eine Saison warten würde, bis man alles Futter selbst produziert hat, boah, das dauert einfach zu lange, finde ich. Das ist richtig. Die ganze Saison würde ich nicht warten. Ich würde, glaube ich, anfangen. Mitte Sommer werde ich mir die Schweine kaufen. Da werde ich dann eh einen Gap drin haben, wo ich erstmal nichts zu tun habe. Und dann ist bis zur Erntesaison ja nicht mehr so lange. Da kann ich noch ein bisschen ausharren. Und ja, dann werde ich mir gleich ordentlich Schweine dann kaufen. Wobei ich mir noch keinen Gedanken gemacht habe, welche Schweine das sein werden. Aber sie werden bestimmt hübsch werden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Das ist doch schon mal was. So. Und der Regen wird immer stärker. Schön. Ja. War zu viel Regentanz. Oh. Ja, es ist halt so im Frühling, ne? Da regnet es halt viel, ne? Ja. Ja. Aber ist mal eine Abwechslung zum normalen LS. Ich meine, wir hatten ja erst bei der Ebelsbach, glaube ich, die Diskussion, weil es da überhaupt nicht geregnet hat. Dann irgendwie zwei Aufnahmen später hat es in der Seehausen nur noch geregnet. Und ja, vielleicht haben wir hier aber wirklich realistische Wetterverhältnisse. Das wäre doch auch mal wieder was Schönes. Ja, das stimmt. Bin ja mal gespannt, ob diese Düngerproduktion hier auch Big Packs machen kann. Oder nur loser Dünger. So, wir fahren mal wieder ein bisschen Kabine. Haben wir jetzt lang genug in der Außenansicht. Es regnet immer so auf die Haare da auch, weißt du, das. Bin immer aus dem wie heißt das Fenster im Dach? Mensch. Dachfenster. Nein, nicht Dachfenster. Schiebedach. Schiebedach, genau, Schiebedach. Wenn du mal aus dem Schiebedach rausschaust, weißt du. Ja, das kommt davon, wenn man so klein ist, ne? Der Sitz braucht. Das hat sich auch nicht wirklich gesund angehört. Ja, ich darf den Berg hier hoch nicht schnell fahren, habe ich gerade festgestellt. Den Berg hinauf? Ja, ich habe hier so einen komischen Hubbel mir produziert, wo ich die Düngerfabrik gesetzt habe. Ach so. Und wenn ich da mit dem MB-Truck hochfahre, hat er eine sehr merkwürdige physische Haltung, habe ich festgestellt gerade. Das ist für meine Gefühle nicht realistisch, was der da macht. Deswegen machen wir lieber langsam. Gacki fängt von Gefühlen an. Jetzt gefährlich. Na. So, dann suchen wir jetzt mal Reinigungstücher. Was suchst du? Reinigungstücher? Ja, Feuchttücher. Was? Nein, meine Tiere müssen gereinigt werden und ich weiß doch nicht wo. Du musst mit Stroh einreiben. Halt dich auf. Ey, ich hab nicht angefangen, Manu. Ich habe nicht angefangen. Mir ist es leider nur im Gedächtnis geblieben. Und das hat sich dort eingebrannt für alle Ewigkeiten. Renn also, zurück. Wenn wir dann in 80 Jahren hier den LS 95 spielen, werden wir darüber auch noch lachen. Dann ich spiele nicht mehr mit dir, Agathe. Jetzt stell dir aber mal vor, die Modder von Realismus Modding bauen fürs nächste Seasons Update Stroh bei den Schafen ein. Das wäre doch was. Ich muss aber sagen, dann wäre der Gag weg, weißt du? Ja. Gleich dahin und säbel dir die Bäume weg, du.
Was ich noch richtig geil finden würde, wenn sie die VR-Brille hier noch irgendwie mit implementieren würden. Ich glaube, das wird flashen. Und da finde ich ja schon, es gibt ja so manche LS-Spieler, die mit dem Head-Eye-Tracking oder Head-Tracking ist auch nicht schlecht. Richtig, aber ich verstehe den Sinn von dem Ding nicht so ganz. Könnte am Alter liegen. Ich sag mal, für als Spieler mag es schön sein, als Zuschauer ist es sehr anstrengend, weil eben wirklich die Kamera ständig nur am hin und her schwenken ist. Ja. Aber ich sag mal so, jetzt zum für einen selbst. Es muss jetzt nicht unbedingt jetzt auch hier sein, zum Beispiel, denke ich mal, ist es auch ganz interessant beim Eurotruck-Simulator zum Beispiel, wenn du links, rechts gucken willst, wenn du irgendwo eine Ausfahrt rausfährst oder so. Das ist halt schon angenehmer, als wenn du irgendwelche Tasten wieder drücken musst und wenn du halt einfach nur den Kopf oder die Augen ein bisschen hin und her bewegen musst. Richtig, aber ich mache das halt über die Maus halt, ne? Das geht ja auch relativ gut. Da mache ich auch. Und beziehungsweise auch beim Eurotruck-Simulator habe ich das Links-Rechts-Gucken auf zwei Knöpfe am Lenkrad gelegt sogar. Das geht auch, aber es ist schon auf jeden Fall eine interessante Technologie, finde ich. Mhm. Gucken, ob wir den Mist heute hier noch weggeschaufelt bekommen. So, wir haben fertig. Der Manu ist ja schon wieder abgedampft, ne? Wir können noch ein bisschen Unfug auf seinem Hof machen. War unterwegs. Ja, unterwegs ist er den ganzen Tag, produktiv eher weniger. So, pass auf. Er weiß ja eh nicht, dass wir jetzt hier ein bisschen auf seinem Hof spazieren gehen. Da gönnen wir doch dem Kerl mal ein bisschen Spaß. Ah, hier. Guck, wenn euch langweilig ist, geht ein bisschen spazieren. Und das dann ist mein Tor zu. Was? Welches Tor? Wenn du die Schafe rauslassen tust. Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Ja, hier, zum Zack, geht spazieren, wenn euch langweilig ist. Mhm. Als ob ich dein Tor aufmachen würde, um die Schafe zu befreien. Tja, welche Unterstellungen Nein. hier? Meine Schafe fühlen sich wohl. Ja, das werden wir sehen. Glaube mir, ich weiß das. Ach nee, warte mal, hier noch nicht. Oh Gott. Da kommt der Verrückte schnell weg. Besser für dich. Durch die Baustelle hier durch, aber da ist gar kein Arbeitslamm hier. Achso, das ist eine deutsche Baustelle. Da wird nicht gearbeitet. Genau. Oben, wo der Kuhstall abgerissen wird, da hast du Radau. Ja, aber das ist eine polnische Baustelle. Achso. Na, da wollen wir mal gucken. Die Mistplatte heute noch leer bekommen hier. So. Möglichkeit. Habe ich eigentlich einen Dampfstrahler auf dem Hof? Nee, ne? Gibt's irgendwie ja, du so machst doch deinen Trecker eh nicht sauber. Das macht doch wie Gacki. Gibt's denn so einen Waschplatz? Platzierbaren? Gibt es, haben wir aber nicht mit drin. Hm. Der von der Seehausen, ist der fest verbaut oder ist das auch so einer von Modding Welt? Seehausen, bei meinem Hof da, der ist ganz cool, der Waschplatz, der gefällt mir eigentlich ganz gut. Frage, ob das... Ich glaube eher, dass der fest verbaut ist. Also ich weiß, dass es einen gibt, den habe ich auf der nordfriesischen Marsch bei mir drauf. Oder den, wo du hast. Also der ist hier fest. Ja, kannst du mir den kopieren? Ich guck mal, wie der heißt, den ich auf der NF Marsch habe. Das ist ein platzierbarer Mod. Ich hätte Leute, erzählt mir doch mal.
Ich erzähl dir was. Mein Schaf hoch sauber kriege. Vielleicht musst du die Schafe striegeln. Die wirst du mit per Woll waschen müssen. Der damit sie wieder sauber werden. Der war geil. Mit per Woll. Die Düngerlager. Übersichtsmittel. Ach doch, Palette erzeugen scheint wohl sogar zu gehen. Das ist doch gut. Aber was nützt mir das, wenn ich jetzt hier 9300 Liter Mist drin habe, wenn ich keine Gülle habe? Gelöscht. Sieht es denn eigentlich mit Sauberkeit bei meinen? Also meine Hühner haben 100% Sauberkeit. Gut. Kühe haben auch 100%. Also meine Viecher machen keinen Dreck. Ich weiß nicht, was du für komische Tiere hast, Manu. Das sind die schwarzen Schafe, weißt du? Achso, ja. So. Gut. Da wir noch kein Zaubermachgerät haben, dass mir die Geräte einfach schmutzig da oben stehen. Oh, aber du hast Wolle. 61 Liter Wolle. Wahnsinn. So, und Stiegel haben wir ja auch da. Hm. Ach, guck, ich weiß immer noch nicht, wo ich sauber machen kann. Lass uns mal gucken. Was das kostet? Geld. Jo, gute Frage. Aber ich vermute mal, du hast jetzt hier, wie viele Schafe hast du? 2, 3, 4, 5, 6. Die werden noch nicht so viel Dreck gemacht haben. Ja, aber der zeigt mir der an, dass es schmutzig ist. Ich. Ach. Ups. Bin ich jetzt in den Falschen gesprungen? Oh. Ja, da bin ich hin. 65% Sauberkeit nur noch. Ja, sehe ich. Saubere Futterstellen um etwas Stroh. Ja, wie viel Silage? Schau mal. Ist ja lustig. Ja, das wird scheiße jetzt. Alter Schwede, guck dir mal den Sojapreis an. Wir sollten unbedingt mal ein bisschen Soja sehen. Habe ich das in meiner Router drin? Ja, guck mal hier. Raps ist sogar noch höher. Raps? 2048. Nochmal 30 Euro mehr wie Soja. Oha. Wenn ich mir angucke, selbst Weizen mit 1200. Gut, wobei, warte mal, wir müssen ja. Sojabohnen. Also, wenn ich mir die Preisding angucke, gut, das aktualisiert sich, glaube ich, so nach und nach, weil irgendwie ist das Preisdiagramm vom Season ein bisschen sehr interessant bei... Ja, das sind ja nur Prognosen. Ach so. Ja, keine... wir haben trotzdem eine Herausforderung. Ja? Einmal sind wir jetzt gleich am Ende. Zweitens habe ich keine Vorrichtung, um die Schafe zu reinigen.
guck mal, da muss ich nachlesen. Ja. Ich habe partout nicht reinigen. Dann, liebe Leute, sage ich vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, wir haben euch lustig unterhalten. Ich habe das Wort nicht gefunden. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Wenn ihr die Nachbarsbauern weiterhin hier in Action sehen wollt, würden wir uns über Feedback freuen. Und dann sehen wir uns am Dienstag wieder, ne? Tschüss. Ganz genau, Dienstag geht's weiter. Ich sag auch tschüss, lasst ein Bäumchen da. Und dann, ja, bis dann. Ich schließe mich dem an und wünsche euch einen schönen Tag. Wir sehen, bye bye.